Stress am frühen Morgen. Wir müssen uns nämlich jetzt beeilen, um zum Bus zu kommen. Weil das sind nämlich noch 2 Kilometer, das hätten wir nicht gedacht. Wir dachten, die Bushaltestelle ist gleich um die Ecke. Und hier ist Action ausgebrochen, außer bei Vicky und Dirk. Die sind noch nicht fertig. Carina und Heinz sind gleich fertig. Und gleich geht's los. Seid ihr fertig? Fixen fertig. Was für ein Stress am frühen Morgen. Kein Stress. Wir sind im Urlaub. Fertig werden. Ja, 2 Kilometer. Und haben jetzt noch 1/2 Stunde dafür. Dann fährt der Bus. Nicht ganz 1/2 Stunde. Sonst wären wir schon im Bus und wären schon in Ravensburg. Jetzt legst du wieder zurück. Gut, dass wir heute Morgen noch die Stellplatzbesitzerin getroffen haben und die uns gesagt hat, dass die Bushaltestelle im Ortskern ist, circa 2 Kilometer entfernt. Deswegen erstmal der Fußmarsch zur Bushaltestelle und gleich 5 Minuten später kam auch schon der Bus und dann ging es mit einer Gruppentageskarte und einem Einzelticket, weil wir waren 6 Personen, auf nach Ravensburg. Biggie ist schon einkaufen. Und nach der Busfahrt und den ersten Kilometern durch die Stadt geht's jetzt für die Männer auf den Blaserturm. Wir schauen uns Ravensburg von oben an. Die Frauen haben es noch nicht gesehen, weil die blieben mit den Hunden unten. Hast du schon mitgezählt? Ja, haben wir schon. Dirk. Ja, Fenster.
Benz. Benz, genau. Hier sind noch Karten. Weiß ich nicht, da rein. Ich hätte gerne Weizenbier. Schmeiß mal hoch. Ja, schmeiß mal hoch. Drei Weizen bitte. Und kurz dazu. Was nachher? Jetzt ist keine Frau dabei, jetzt schaffen wir es. Oh. Oh. Ja, du nicht. Wir sind, genau. Und jetzt die Frauen. Wir gehen inzwischen zwei Bier trinken. Sag mal fünf Bier. Sag mal fünf Bier. Und weiter geht's natürlich gemeinsam. Auch die Frauen haben uns wieder mitgenommen. Wir haben die Frauen mitgenommen. Wir haben ganz viel Spaß bei unserem Stadtbummel durch Ravensburg. Und jetzt geht's erstmal zu einer kleinen Stärkung ins Wirtshaus. Mohren in Ravensburg. Ich war im Heinz ja ungern in Brücken, aber einfach mal für die Kamera, mach mal einen Schnitter. Hier, Spaß. Ich hab 5 Stück, mach mal einen Tipp. Mach doch keinen Tipp. Auf der. Aua. Au. Danke. Du kannst auch ein bisschen mehr nehmen. Sicher? Auf. Alles gut, danke. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Hier war unsere dicke Bildungssuppe mit Zugang. Ja. Jetzt habe ich Bildungslücke. Flosse an.
Und nach der Stärkung ging es dann weiter. Hier sehen wir das Wahrzeichen von Ravensburg, den Mehlsack, so heißt der Turm. Und dann ging es durch kleine Gassen zurück in die Innenstadt, wo noch das eine oder andere Shopping-Erlebnis wartete. Und auch die Hunde hatten bisweilen sehr viel Spaß. Oh, das waren die zwei von Anfang an, gell? Ja. Die hier bei uns war, zwei von Dali, komm, mach was du willst, ich geh rein. Komm, Dali. Mach dich mal sauber. Kommst, wenn du fertig bist. Silvia sieht wieder die Schokoladenmanufaktur. Willst du für dich Schokolade kaufen? Ja, für mich, nur für mich. Unsere Stadtbesichtigung ist zu Ende und für uns geht's jetzt wieder zurück zum Bus, dann nach Amstel zur Kirche. Und dann wieder fußläufig zum Wohnmobilstellplatz Büchelwiesen in Amstel. Wir dachten eigentlich, dass die Hunde heute tot sind nach dem Stadtspaziergang. Aber Dali und Philo, die haben noch ganz viel Spaß gemeinsam und spielen miteinander. Der Charlie von Biggi und Dirk, der liegt auf der anderen Seite und schaut ganz entspannt dem Ganzen zu. Wir werden jetzt den Abend bei Grill und etwas Trinken ausklingen lassen. Prost! 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 Machen wir das Bild frei. Ne? Guck mal, jetzt stehst du doch. Hm? Ich bin richtig lebe, das dauert bis zu stehen. Da ist es still, gell? Ich hab nichts gehört. Ja, ja. Die Anschaffung der Movita, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir grillen sehr gern damit. Prost! Prost! Wohl! Wohl! Prost! Wohl! Prost! Nimmst du ein Bier dazu? Ja, gleich. Auch Gesundheit. Ist der stärker? Ja, der ist stärker. Nee. Was hat denn der 48er? Wie viel Prozent? Ach, jetzt macht ihr nicht noch älter. 43. 43. 1 sagt schon 48. Ja, ich probiere. Ich glaube, das haut mir schon alles weg. Wie viel Prozent hat der? Der hat nur 10. Nein, der hat 40. Ja. Ich sag doch, lass mich doch mal ausreden. Ich habe gesagt 10. 10 mehr wie der Marillen. Ja, das wolltest du nicht sagen. Doch, das wollte ich sagen. Da hat ganz tief Luft geholt. Also. Und lässt du nicht alles gefallen? Nein. Nee. Komm, probier wenigstens mal. Ich mach dir bloß ein Viertel. Ein Viertel. Bloß mal zum Probieren. Also nur ganz bisschen. Nein, ja, mach nur ein Viertel. Wir drehen den Tisch gleich um. Also, hier, wenn ich jetzt. Ich zieh weg. Ein Viertel. Wie soll ich denn hier einen Tropfen rauskriegen? Das schaffe ich ja gar nicht. Ich dürfe nicht wegziehen. Das wäre schon ein gutes Zeug. Das krieg ich nicht. Ein bisschen Brot im Tucken haben. Wir haben den Tag dann noch schön ausklinken lassen. Und im nächsten Video seht ihr dann unseren Tagesausflug nach Isny im Allgäu. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis bald, eure Silvia und euer Falk.